Salzburg ist an Kultur reich. Und es ist wichtig, auch in den Regionen, dort, wo Kunst und Kultur stattfindet, wo sie entsteht, wo sie gelebt wird, zu unterstützen. Sei es finanziell, aber auch durch Netzwerke und Verbindungen. Und da haben wir ein wunderbares Beispiel. Das ist EPEP, ein Künstlerinnen- und Künstler-Netzwerk. Also das Projekt EPEP, Advancing Performing Arts Project, existiert in seiner Grundform bereits seit 2001 und ist immer von Salzburg aus, also von Salzburg aus konzipiert und ständig weiterentwickelt worden. Um jetzt auf das konkrete Programm zurückzukommen, also das heißt Performing Europe 2020. Diese Produktion ist eigentlich eine, man kann fast sagen, eine Zusammenfassung der Arbeit der letzten Jahre, weil mich diese grundsätzliche Frage des menschlichen Miteinanders, also wie leben wir eigentlich miteinander, schon seit Jahren begleitet und in unterschiedlichen Projekten ihren Ausdruck findet. As a dancer, it's always uncertain. The work as a freelancer, it's you always feel lucky when you have work and nice work with nice people. So for me, of course, it's great to be part. Salzburg ist eben federführend, hat es aber gemeinsam und verantwortet es mit 10 weiteren Partnern aus europäischen Städten. In dieser Mischung haben wir gemeinsam eben ein Projekt konzipiert, das sich schwerpunktmäßig natürlich mit der zeitgenössischen Performing Arts auseinandersetzt und beschäftigt. Das heißt, zentral gesetzt sind eigentlich künstlerische Aktivitäten in den Sparten, sage ich mal, Tanz, Performance und Theater. Als Mitglied im Ausschuss der Regionen bin ich die Stimme für die Salzburgerinnen und Salzburger in Europa. Ich bringe ihre Interessen, ihre Wünsche ein, aber umgekehrt bringe ich die Chancen und Möglichkeiten, die die Europäische Union für Salzburg bietet, zu den Bürgerinnen und Bürgern zurück nach Hause.